Begrüße euch hier bei mir auf dem Kanal zu einem neuen Video. Heute in dem Video soll es darum gehen, die alte Watte aus gebrauchten Reagenzgläsern rauszubekommen, ohne groß irgendwas kaputt zu machen oder sich einen Kopf drüber zu machen und wie man sie wieder befüllt. Das werde ich euch in diesem Video jetzt alles zeigen. Ihr braucht eigentlich nur Watte, Wasser und eine Schraube und natürlich ein Reagenzglas. Fangen wir mal an mit dem Rausmachen. Das hier ist schon ein älteres, das ist schon komplett eingetrocknet. Eins aus Plastik. Dann nehme ich jetzt einfach hier die Schraube, eine längere. Drehe die hier rein. So weit wie es geht. Und ziehe einfach in der gleichen Bewegung, Drehung, die Watte wieder raus. So. Jetzt hätten wir das Reagenzglas schon wieder so weit, dass wir es sauber machen können und neu befüllen können. Jetzt zeige ich euch hier nochmal eins, was noch zum Teil befüllt ist und feucht ist. Macht ihr aber eigentlich genauso. Wenn sich jetzt die Watte nach hinten schiebt, ist es nicht schlimm. Einfach eine lange Schraube reindrehen, bis es ein bisschen gepackt hat. Dann müsst ihr es eigentlich nur noch hochziehen, also zum Ausgang. Schwupp und fertig seid ihr. Jetzt kommen wir zum Befüllen. Nehmt ihr einfach ein sauberes Reagenzglas. Macht Wasser rein. In meinem Fall habe ich jetzt eine Spritze schon vorbereitet mit Wasser. Wie viel ihr reinmacht, ist euch selber überlassen. Ich mache immer so bis zur Hälfte. Ich schließe nochmal kurz an die Seite. Dann müsst ihr Watte zupfen. Müsst ihr gucken, dass ihr dann ein Gefühl dafür kriegt, wie viel ihr braucht. Schön zusammendrücken. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Machen wir nochmal was ab. Ist immer noch zu viel. Wichtig ist, Hände waschen beim Befüllen, beim neuen Befüllen. Ohne Baumwollwatte nehmen, ohne Parfüm, Duftstoffe. Probieren wir es mal. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen wenig. Wie es halt immer so ist, muss man halt selber ausprobieren und nach ein paar Mal hat man dann ein Gefühl dafür. Dann stopfe ich das hier oben rein. Kann ruhig ein bisschen fester sein und drücke es dann mit einem Kuli, Bleistift, irgendeinem Gegenstand, was hier reinpasst oder halt jetzt in meinem Fall eine Schraube, drückt ihr einfach die Watte runter, bis es kurz davor ist, Wasser zu berühren. Und im letzten Punkt müsst ihr es jetzt ein bisschen schneller reindrücken, damit sich keine Luftblase unten bildet, wie sie zum Beispiel hier ist. Die ist jetzt nach einer Zeit gekommen, das ist normal, aber beim Befüllen ist es schon besser und ratsam, dass da keine Luftblase ist. So, jetzt sind wir schon fast unten im Wasser drinne. Und jetzt gehen wir halt schnell rein, bis die Watte vorne komplett feucht ist. Fertig. Und schon haben wir unser neues Reagenzglas. Ihr könnt auch noch testen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Thema ist einfach auf den Kopf stellt. Guckt, ob Wasser runterläuft. Ich mache das nicht mehr. Passiert bei mir nicht. Die kannst du zur Sicherheit nochmal machen. Ist nur ein Vorschlag. Müsst ihr nicht. Ja. Und das war's eigentlich schon. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.